Und so gewinne ich Samen aus meinen Tomaten. Einfach in die Mitte. Aufschneiden. Schaut euch, wie das aussieht. Fast wie eine Wassermelone. Die Samen mit dem Saft hole ich raus. Oder ausdrücken geht auch. Das ist eine Fleischtomate, sieht man sofort. Wer alles haben möchte, kann ein bisschen mit Finger helfen. Wichtig ist dabei, man muss gucken, dass die Samen richtig gesund sind und haben keine schwarzen Punkte oder so, wie hier. Und jetzt so lasse ich meine Tomaten 24 Stunden in diesem Saft stehen. Wenn ihr länger stehen lässt und draußen so richtig warm Sommer, kann das passieren, dass eure die Samen keimen. Und dann sind die unbrauchbar. Und das, was ich jetzt hier habe, reicht mir für die nächsten 5 Jahre. Ha, was für ein Prachtstück. Nach 24 Stunden kühle ich meine Samen jetzt unter fließendem Wasser. Nehmt euch gleich was Größeres, nicht wie ich. Jetzt habe ich festgestellt, einfach zu viel Samen. Und mit diesen Bewegungen restliche Tomatenfleisch hier wegmachen. So sieht das ungefähr aus. Sieht man dann, ja, abtropfen lassen. Nummer aufschreiben oder Name von Tomaten. Und so lasse ich die trocken. Ungefähr nach 48 Stunden unsere Samen dann trocken und wir können die lagern für nächstes Jahr. Wie man sieht, auch vom Backpapier lösen die Samen richtig schön und gut. Und dann lagere ich in so eine Box. Viele wissen schon, weil das ist nachher trocken und dunkel. Und das war's. Danke, dass du mich zugeschaut hast. Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer sibirischer Selbstversorger oder Gartenoase. Ciao, ciao.